müssen höllisch gut aufpassen. In der Träger sind nicht nur die Augmentierungsbefürworter, sondern auch die Gegner. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen, und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, sie einzustellen. Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Taggart, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Psychologe, Mr. Jensen. Ich erkenne, wenn sich ein Mann etwas vormacht. Wunden heilen. Aber die Seele ist nicht so robust. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Natürlich. Boss, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder?
Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht ehrlich zu mir sind? Warum denn so abweisend? Ich sage doch nur, dass wir nach vorn schauen sollten, Adam. Nicht zurück. Schön, ich habe Ihnen nichts von dem Portal erzählt, das uns angreifbar gemacht hat. Aber eigentlich wäre es Ihr Job gewesen, unsere Schwächen aufzudecken und zu beseitigen. Ich brauche Truppen, auf die ich mich verlassen kann. Und ich dachte, das wäre bei Ihnen der Fall. Ich habe Sie engagiert und Ihnen vertraut, obwohl andere mir davon abgeraten haben. Frank wollte, dass ich ein privates Militärunternehmen wie Bell Tower Associates nehme. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Oh, verstehen Sie mich nicht falsch, Boss. Ich stelle keineswegs Ihren Führungsstil in Frage. Ich bin nur besorgt, dass die von Ihnen gesendeten Daten abgefangen wurden. Von dem Hacker, der uns angegriffen hat. Wie soll ich mich in dem Fall Ihrer Meinung nach verhalten? Indem Sie sich darauf konzentrieren, was wichtig ist, statt auf meinen Fehlern herumzureiten. Ich wollte immer nur eine sichere Zukunft schaffen. Für Sie, mich, Frank und alle anderen im Team. Ich suche immer nach starken Persönlichkeiten, die mir dabei helfen können, die besten, die ich finden kann. Wenn ich damit aufhöre, wird Seraph Industries untergehen. Megan hat das verstanden. Deshalb hat sie auch darauf bestanden, dass ich sie einstelle. Bei allem Respekt, Sir. Ich versuche, meinen Job zu machen. Den Job, für den Sie mich eingestellt haben, für den Sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg und dann ziehen Sie auch noch Megan mit rein. Ach, herrje, beruhigen Sie sich doch, Adam. Es besteht kein Grund, so ablehnen zu werden. Davon hat niemand etwas. Megan war sehr wertvoll für diese Firma, Adam. In mehr als nur einer Beziehung. Wenn sie mich auf etwas hinwies, habe ich ihren Rat befolgt. Falls die von mir gesendeten Daten publik würden, wäre das wahrscheinlich peinlich. Aber mehr nicht. Die Aktionäre bezahlen mich, um mit dererlei Peinlichkeiten fertig zu werden. Also müssen Sie Ihre Zeit nicht an solchen Nebenschauplätzen vergeuden. Ist das klar? Boss, vor 6 Monaten wussten Söldner Dinge über dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Mir ist egal, welche Geheimnisse Sie und Megan damals hatten. Ich will nur sicher gehen, dass Sie uns nicht erneut gefährden. Was genau wollen Sie damit andeuten? Dass ich meine eigene Belegschaft gefährden würde, um meine Indiskretionen zu decken? Ich wollte Ihnen wirklich Freiraum lassen. Vor allem, weil Sie in den letzten Monaten so viel durchgemacht haben. Aber Sie sollten dabei nicht vergessen, warum Sie überhaupt noch am Leben sind. Also ehrlich. Sind wir damit fertig? Wir müssen nämlich noch unsere nächsten Schritte besprechen. Hier, der ist für Sie. Ein Firmenausweis mit Ihren biometrischen Daten. Das Flag-Routing ist so manipuliert, dass Sie ohne Probleme nach Hengsha kommen. Sie schicken mich nach China? Was ist mit FEMA? FEMA hat mit dieser Sache nichts zu tun, das können Sie mir glauben. In China werden wir mehr Glück haben. Wie können Sie das sagen? Ich habe gesehen, wie der Mistkerl, der Megan umgebracht hat, seine Männer aus dieser Anlage abgezogen hat. Einer von denen liegt wegen mir tot in dem unterirdischen Depot. Das weiß ich, Adam. Frank hat das alles überwacht. Deshalb weiß ich auch, dass Ihnen dieser Mann vor seinem Tod eine Adresse in China gegeben hat. Ich will, dass Sie das überprüfen. Aber das ergibt keinen Sinn. Hören Sie, Adam.
Es gibt einen Grund für die Angriffe auf dieses Unternehmen. Sie glauben, dass es mit dem Taifun zu tun hat oder mit einem anderen streng geheimen Militärprojekt, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe. Der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen. Er ist aber falsch. Die Arbeit von Megans Team, bevor sie alle getötet wurden, sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Unternehmen, Seraph Industries, stand kurz davor, die Menschheit zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung zu führen. Selbstbestimmte Evolution. Ist Ihnen klar, welche Ängste das bei manchen auslösen kann? Sicher. Und mir ist auch klar, wie lukrativ es für andere wäre. Für mich ging es dabei nie um Geld, Adam. Aber Sie haben recht. So manch einer da draußen sieht das vermutlich völlig anders. Wer zum Beispiel? Ich hoffe, dass Sie die Antwort darauf in China für uns finden. Also los. Farida macht den Hubschrauberstart klar. Hey Jensen, der Boss hat schon gesagt, dass Sie auf dem Weg hierher sind. Hengscher wird Ihnen gefallen. Sie kennen es? Hab da gelebt. Ich habe 3 oder 4 Jahre in der Upper City gearbeitet. Und nachts hatte ich in der Lower City meinen Spaß. Sind Sie bereit? Ich glaube schon. Wie lange wird das dauern, Malik? Der Flug oder der Spaß danach? Keine Sorge, bis Sie es merken, sind wir schon da. Steigen Sie ein. Sie sollten sich bereit machen. Wir nähern uns dem Juwel des Yangtze. Verdammt. Und da drin soll ich Antworten finden. Hey, doppelt so viel Abschaum auf halb so viel Raum. Festhalten, wir fliegen rein. Die Adresse, die Sie von dem Söldner haben, Hengsha Court Gardens, das ist ein Stück zu Fuß von hier, im Yuzhao-Viertel. Aber ich hielt es für besser, Sie nicht zu sehr in der Nähe abzusetzen. Falls Barrett die Adresse nur preisgegeben hat, weil er wusste, dass ich dort in die nächste Falle laufe. Ich würde es mit meinem Feind jedenfalls so machen. Wollen Sie meinen Rat? Finden Sie raus, wer dort wohnt und dann nichts wie weg. Können Sie mir sagen, wie ich zum Honghua Hotel komme? Von einem Dach unterhalb des Penghu hat man einen großartigen Blick auf die Stadt. Was brauchst du, Laura? Knappe? Es ist gut für Shanghai, dass Bertauer die Polizeiarbeit übernommen hat. Das
können wir verdammt noch... Beltauer hat den gesamten Apartmentkomplex... Ich muss etwas in mein Apartment bringen. Mir ist... Tut mir leid, hier darf keiner rein. Ich muss etwas in mein Apartment bringen. Ich hatte gehofft, jemand könnte mir sagen, wann ich wieder rein kann, wenn du das Zugriff gewährt. Blockiert. Klang, als käme es von da drüben. Ich habe hier einen Bewusstlosen. Das ist die Stelle. Das ist die Stelle. Keine Be-
Zugriff gewährt. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malik. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name Ari van Bruggen. Belthauer soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer. Als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Was zur Hölle ist das? Vielleicht da drüben. Zugriff gewährt.
Mein Kumpel Les. Uns wurde gesagt, das Hive soll hier der... Das Hive ist nur für Mitglieder, Lao Wai. Ohne Mitgliedskarte kommst du hier nicht rein. Soll das heißen, ich muss bezahlen, um reinzukommen? Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann doch nicht jeden reinlassen. Es sei denn, er hat das nötige Geld. Kein Geld, kein Spaß. Willst du jetzt rein oder nicht? Hier, nehmen Sie. Danke, Sir. Hier ist Ihre Mitgliedskarte. Willkommen im Hive. Ich bin sicher, unser Etablissement wird Ihnen gefallen. Was soll's denn sein? Ich nehme den Slumdog. Müssen Sie sparen, Mann? Das Etikett macht nicht viel her, aber der Inhalt ist noch schlimmer. Prost! Haben Sie einen Lieblingsdrink? Ich muss mit Tong reden. Müssen wir das nicht alle? Versuchen Sie es oben in der VIP-Lounge. Du hast nichts gehört, Lao Wai. Und halte dich vom Keller fern. Es sei denn, du hast Mr. Tong verlaufen. Arbeiten Sie hier? Ja. Das könnte man sagen. Gut. Ich muss sehen, Boss. Wirklich? Nun, das tut mir leid, Quailo. Aber Tong Sihung empfängt heute niemanden. Hören Sie, ich bin nicht um die halbe Welt gereist, um ein Nein zu akzeptieren. Tun Sie uns beiden einen Gefallen und sagen Sie mir, wo er ist. Oder was? Werden Sie dann wütend und reißen mit Ihren Optimierungen ein paar Wände ein? Dieser Ort heißt nicht umsonst Bienenstock. Hier gibt es jede Menge Arbeiter, die dann aus den Waben kommen, um sie aufzuhalten. Was kann Mr. Tong Ihrer Meinung nach für Sie tun? Ich suche einen Cybersicherheitsspezialisten namens Ari van Brugg. Kennen Sie ihn? Nie von ihm gehört. Was hat er getan? Ihr Mädchen gestohlen? Schuldet er Ihnen Geld? Er hat einen Auftrag vermasselt und jetzt ist er auf der Flucht vor seinen Auftraggebern. Aber das wussten Sie ja schon, denn jemand wie Mr. Tong beschäftigt keine Idioten. Und an diesen Ort kommen Leute wie van Brugg zuerst, wenn sie Hilfe brauchen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit und bringen Sie mich zu Tong. Sie verwechseln da was, Junge. Sie vergeuden meine Zeit. Van Bruggen ist ein kleines Licht. Tong weiß, wo er ist, aber es ist ihm egal. Er muss sich um wichtigere Dinge kümmern. Die Typen, die hinter Van Bruggen her sind, arbeiten international. Wenn sie ihn noch nicht auf dem Radar haben, hinkt Tong ganz schön hinterher. Ich kann ihm helfen, aber dazu müssten wir unsere Informationen bündeln. Erzählen Sie keine Märchen. Van Bruggen ist der Schlüssel. Sie wissen das, ich weiß das. Also weiß es Tong natürlich auch. Sie können uns nichts sagen, was wir nicht längst wissen. Das ist eine interne Sache. Betrifft nur Hengsha. Keine Gwailos zugelassen. Sie können von Glück reden. Als Außenseiter wissen Sie ohnehin nicht, wie das Spiel hier abläuft. Jetzt mal ganz langsam. Ich bin schon lange genug auf dieser Insel, um zu wissen, dass Van Bruggen ohne Tongs Hilfe hier nicht weg kann. Er muss sich irgendwo in Lower Hengsha verstecken. Und Tong kann mir sagen, wo. Sie sind zwar clever, hinken aber immer noch hinterher. Wir verstecken Van Bruggen an einem sicheren Ort. Aber den wird Tong Ihnen nicht verraten. Sie können jetzt in Würde gehen. Immerhin wissen Sie mehr als vorher. Achten Sie nur darauf, dass Ihnen beim Rausgehen nicht die Tür ins Kreuz fällt.
Ich brauche von Van Bruggen nur Informationen. Dieselben Informationen, die seine Feinde um jeden Preis unter Verschluss halten wollen. Sobald er mir erzählt hat, was er weiß, gibt es für sie keinen Grund mehr, ihn zu jagen. Wenn Tom mich also jetzt zu ihm lässt, macht er sich das Leben selbst leichter. Ich muss zugeben, sie mit ihrer Hilfe von uns abzulenken, ist eine durchaus interessante Idee. Aber im Moment traue ich ihnen noch nicht. Sie könnten die Sache vielleicht sogar verschlimmern. Also geben Sie die Credits Ihrer Firma lieber an der Bar aus, bis Sie die richtigen Worte finden, um mich zu überzeugen. Vielleicht bin ich dann auch in einer besseren Stimmung zum Zuhören. Jetzt mal langsam. Ich sagte, Sie sollen später wiederkommen, nicht nach 3 Sekunden. Jetzt mal langsam. Ich sagte, Sie sollen später wiederkommen, nicht nach 3 Sekunden. Haben Sie einen Lieblingsdrink? Oben ist Tom nicht. Nicht? Sie waren in der Lounge und er war nicht dort? Nein, aber ich muss ihn dringend sprechen. Wo ist er? Manchmal muss man sich ein Gespräch mit Tong erst verdienen. Aber heute scheint ihr Glückstag zu sein, Lao Wai. Gut möglich, dass ich Ihnen dabei helfen kann. Ist das so? Und was würde mich diese Hilfe kosten? Das liegt ganz bei Ihnen, mein Freund. Ich habe ein kleines Problem. Dummerweise sind meine Leute alle beschäftigt. Und dieses Problem, es geht um eine Frau. Sie schuldet Tong Geld. Es aus ihr rauszupressen könnte schwierig werden. Ist kein schöner Job, aber er könnte Ihnen weiterhelfen. Interessiert. Aha. Erzählen Sie mir mehr. Das wollte ich hören. Diese Frau, Jaya, sie ist eine Maklerin. Ziemlich lukrative Sache in Hengsha. Aber ohne das richtige Gespür. Sie hat ein bisschen Pech. Also haben wir ihr geholfen. Wir haben ihren kleinen Sozialoptimierungschip verpasst, damit sie die Bedürfnisse ihrer Kunden versteht. Und jetzt, wo sie uns bezahlen soll, weigert sie sich. Ich soll also den Geldeintreiber spielen? Ja, aber ganz so einfach ist es nicht. Die Kleine ist abgetaucht und denkt, wir finden sie nicht. Aber sie hat ihr Handy und ihren Computer mitgenommen, um weiterzuarbeiten. Ziemlich dumm. Ich nehme an, Sie können beides ordnen. Nein, aber wir kennen jemanden, der das kann. Und hier kommen Sie ins Spiel. Belltower hat in der Stadt ein Überwachungssystem installiert. Jede Menge Relais-Antennen. Die müssen Sie hacken. 3 Relais müssen reichen, um auf die Datenbank zuzugreifen und Jayas Position zu triangulieren. Und dann beschaffe ich ihr Geld. Genau.
Das erste Relais ist auf dem Dach eines vierstöckigen Gebäudes im Yuzhou-Viertel. Ich nehme an, zu Ihren AUGs gehören auch ein Infolink und ein Navigationspaket? Ich lade die Koordinaten hoch und melde mich, sobald Sie sich reingehackt haben. Gute Arbeit, Lao Wei. Sie haben das erste Relais gefunden. Hacken Sie jetzt seine Sicherheitsprotokolle. Zugriff gewährt. Eins weniger. Fehlen noch zwei, mein Freund. Zugriff gewährt. Gut, das war Relais Nummer 2. Fehlt noch eins. Thank you.
Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ausgezeichnet. Ich versuche sie jetzt zu orten. Dürfte nicht allzu lange dauern. Und ich hab sie. Jaya versteckt sich in einem Apartmentgebäude, das Hengsha Court Gardens im Yuzhao-Viertel. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gehen Sie zu ihr und treiben Sie Ihre Schulden ein. Ausgezeichnet. Ich versuche sie jetzt zu orten. Dürfte nicht allzu lange dauern. Und ich hab sie. Jaya versteckt sich in einem Apartmentgebäude, das Hengsha Court Gardens im Yuzhao-Viertel. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gehen Sie zu ihr und treiben Sie Ihre Schulden ein. Wer sind Sie? Noch einer von Tongs Schlägern? Verschwinden Sie! Ich habe ihm gesagt, ich bezahle nicht! Hören Sie, ich weiß, die Situation ist schwierig und ich mache das auch nur ungern, aber Tong will das Geld, das Sie ihm schulden. Oh, Sie Ärmster! Haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie die Drecksarbeit für ihn erledigen? Soll ich Sie jetzt bedauern? Nennen wir das Kind doch beim Namen. Sie sind hier, um mich zu bestehlen. Stehlen? Sie haben eine Augmentierung bekommen und müssen sie bezahlen. Das ist zwar bitter, aber von Stehlen kann ja wohl keine Rede sein. Sind Sie wirklich so naiv? Bei Tong zahlt man nicht in Raten. Bei Tong zahlt man, bis man schwarz wird. Hören Sie, ich hatte gerade als Maklerin angefangen. Die meisten meiner Kollegen kommen aus reichen Familien. Sie haben sich durch Augmente einen unglaublichen Vorteil verschafft. Auf legalem Wege hätte ich mir das niemals leisten können. Also haben Sie sich mit den Triaden eingelassen? Ich habe nicht studiert, um mit leeren Händen dazustehen. Als ich genug Geld verdient hatte, wollte ich die Aug bezahlen. Aber nein! Sie wollen eine monatliche Gewinnbeteiligung. Sie sagen, das stünde Ihnen zu, weil ich mein Geld nur wegen Ihres Optimierungschips verdiene.
Hören Sie, ich kann mit einem von Tongs Leuten reden. Vielleicht lässt er Sie vom Haken. Das würden Sie tun? Ich dachte, Sie sind auch nur ein hirnloser Schläger. Sie ahnen ja nicht, was das für mich bedeuten würde. Danken Sie mir noch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mir zuhören, aber ich versuch's. Sauber aus. Will mich umbringen! Was soll's denn sein? Hey, wegen dieses Jobs. Haben Sie Jaya gefunden? Beschaffen Sie das Geld, das sie uns schuldet. Was müsste passieren, damit Sie Jaya in Ruhe lassen? Ich verstehe nicht ganz. Haben Sie das Geld nicht? Ich weiß alles über Ihre Machenschaften. Erst besorgen Sie ihr die Augmentierung und jetzt lassen Sie sie bis an ihr Lebensende dafür bluten. Also, was verlangen Sie dafür, dass Sie sie ab sofort in Ruhe lassen? Cyborg mit einem Herz aus Gold, was? Ich sag Ihnen was, Quaido. Geben Sie mir die Ratten für ein Jahr und sie ist frei. Sie sind zu gütig. Ein guter Mensch, wie er im Buche steht. Hier ist Ihr Geld und wehe, Sie lassen sie nicht in Ruhe. Sparen Sie sich Ihre Drohungen. Aber ja, sie ist frei. Ich lege bei Tong ein gutes Wort für Sie ein. Er ist unten in seinem Büro. Die Jungs lassen Sie durch.
Haben Sie das mitgekriegt? Die Pandas haben es im vierten versaut. Ich könnte mein Geld auch gleich im Klo runterspülen. Sie sind Tong? Das wird Ihnen erst jetzt klar. Sie sind wohl doch nicht so schlau, wie Sie glauben. Ich schlage vor, Sie sagen mir, für wen Sie arbeiten, und ich entscheide dann, was ich Ihnen von Van Bruggen erzähle. Sagt Ihnen der Name Seraph Industries irgendwas? Seraph Industries? Das amerikanische Unternehmen, das kürzlich auf allen Titelblättern war? Sie sind noch im Geschäft? Warum denn nicht? Sehen Sie keine Nachrichten? Den Biotech-Unternehmen geht's zurzeit nicht so gut. Vor allem denen, die Optimierungen herstellen. Van Bruggen ist in den Alice Garden Pods. Kapsel 301. Ein richtiges Rattenloch. Aber manchmal ganz nützlich. Wenn Sie gehen, sollte er im selben Zustand sein wie vorher. Und wenn nicht? Ihre Entscheidung. Aber Ihre Implantate könnten an jemand anderem noch beeindruckender aussehen. Malik, Sie hatten recht. Tong hilft Van Bruggen. Er hat ihn in den Alice Garden Pods untergebracht. Das war zu erwarten. Ein Hacker, der sich mit Firewalls von Unternehmen auskennt, wäre für die Triaden überaus wertvoll. Ich bin gerade bei den Pods, Jensen. Soll ich Ihnen den Rücken frei halten? Nein, Sie bringen sich nicht in Gefahr. Ich bin schon unterwegs. Jensen, ich war gerade auf dem Weg nach draußen. Was machen Sie hier, Malik? Ich sagte doch, ich übernehme das. Ich weiß es. Ich habe nichts gemacht. Glauben Sie mir. Van Bruggen gehört Ihnen. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Was ist los? Warum sind Sie hier? Es ist nichts. Darf denn ein Mädchen keine Geheimnisse haben? Doch, aber ich sehe, dass Sie etwas beschäftigt. Und das beunruhigt mich. Was ist los? Ich musste nur etwas herausfinden. Für eine Freundin. Sie hatte was Besseres verdient. Ich höre. Also schön, weil Sie so verdammt neugierig sind. Ich habe vor Jahren hier gelebt, wissen Sie noch? Meine Freundin, meine beste Freundin, Evelyn. Sie war wie eine Schwester für mich. Mit ihr war das Leben hier ein einziger Spaß. Aber dann gab es diesen Unfall. Sie ist tot. Tut mir leid, Malik. Moment, Jensen, ich bin noch nicht fertig. Ich dachte, ich käme drüber weg, aber ich weiß. Ich weiß, dass sie nicht einfach gestorben ist. Sie wurde umgebracht, ermordet. Von ihrem miesen, nichtsnutzigen Freund. Ich weiß, dass er es getan hat. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger geben würde, von Anfang an. Aber sie wollte einfach nicht auf mich hören. Ruhig, Malik. Wäre Ihre Freundin ermordet worden, hätte die Polizei doch Verdacht geschöpft. Es hätte Ermittlungen gegeben. Das ist es ja. Es gab eben keine Ermittlungen. Sie sagten, sie sei die Treppe runtergefallen. Es sei ein ganz normaler Unfall gewesen. Aber Ihre Verletzungen, wie sie gestorben ist, das passt nicht dazu. Das geht aus der Analyse der Blutspritzer klar hervor. Blutspritzer? Sie haben den Polizeibericht gelesen? Ja. Ein Freund hat in einem der Pots eine Kopie für mich hinterlassen. Hören Sie, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich glaube, da wurde was vertuscht. Ich muss es nur beweisen. Wenn ich den Autopsiebericht hätte, der nie aufgetaucht ist, könnte ich die Wahrheit herausfinden. Außer... Wieso beschleicht mich die Ahnung, da gleich mit reingezogen zu werden? Hören Sie, Jensen, es tut mir leid.
Ich weiß, dass Van Brucken Vorrang hat. Und ich habe gesagt, dass es meine Sache ist und ich mich darum kümmere. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass das Ganze eine Nummer zu groß für mich ist. Ich bin nur eine Pilotin. Ich bin kein verdammter Cop. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Okay, ich helfe Ihnen. Was soll ich tun? Mein Kontakt arbeitet für Limp. Er ist Systemtechniker und hat anscheinend Zugriff auf die gesamte Datenbank. Er ist bereit, eine Kopie von Evelyns Autopsiebericht rauszurücken. Ich soll ihn also treffen und den Bericht holen, richtig? Ja, aber Sie müssen die richtige Parole sagen. Tod und Leben haben ihre Bestimmung. Darauf wird er antworten, Reichtum und Ansehen hängen vom Willen des Himmels ab. Meine Güte, Malik. Das klingt ja wie aus einem schlechten Agentenfilm. Ich weiß, das ist reiner Selbstschutz. Ich habe mir das blöde Zitat nicht ausgesucht. Spielen Sie einfach mit und vergessen Sie Ihren Text nicht, okay? Sie finden ihn in der Lobby der Limp-Klinik von Lower Hangshaw. Hat der Knabe auch einen Namen? Keinen, den ich kenne. Mir hat er sich als Mr. X vorgestellt. Ich weiß. Mr. X. Okay, sonst noch was? Ja, bevor ich es vergesse, alles über Evelyns Unfall. Zeitungsartikel, den Polizeibericht, Details über Limp finden Sie in Pod 009 hier im Hotel. Sie sollten es sich wirklich mal durchlesen, falls möglich. Pod 9, alles klar. Ich muss gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was Neues haben und danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Jensen. Hatte allein mit dem Projekt zu tun. Dem momentan meine gesamte